So, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen heute hier wieder zum Webinar Täglich neue Handelsideen, präsentiert von Tickmill. Ich starte hier gerade noch den Facebook-Stream und dann sollte das soweit auch alles passen. Wir müssen heute bei Facebook wieder direkt über Zoom übertragen, da gerade OBS irgendwie nicht will. So, da schaue ich gerade noch mal kurz. Also einmal holen wir uns den Chat hier rein. Tja, da weiß ich gar nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Elena, laufe ich auf Facebook? Weil ich sehe hier gerade keinen Stream. Okay, prima, super. Also dann haben wir, glaube ich, heute auf Facebook das Problem, dass wir wieder die Kameraposition nicht selbst festlegen können. Aber ich denke, damit kommen wir klar. Okay, dann schaue ich noch mal kurz, dass ich den Chat hier auch reinbekomme. So. Ja, hervorragend. Super. Prima. Dann legen wir los heute. Also, bevor wir starten, wie immer, kleiner Risikohinweis. Ja, Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Das bitte immer mit berücksichtigen, wenn ihr tradet. Ja, Trading ist mit Risiken verbunden. Wir können nicht nur Geld verdienen, wir können leider auch Geld verlieren. Deswegen, wenn ihr tradet, informiert euch ausreichend über die Märkte und die Produkte, die ihr handelt, dass ihr auch genau Bescheid wisst. Und ganz wichtig, immer nur mit Geld traden, was ihr euch leisten könnt zu verlieren. Ja, dann wird das ganze Business doch deutlich entspannter. Und was natürlich auch noch ganz wichtig ist, weil wir hier Analysen machen heute, ja, das, was ich zeige, das dient rein den Lehr- und Lernzwecken. Das ist bitte nicht als Anlageberatung zu verstehen oder als Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte, denn so ist es auch nicht gedacht. Okay, was haben wir heute an Daten? Wir haben schon Handelsbilanz aus Neuseeland bekommen. Ja, gar nicht so schlecht. New Zealand Dollar ist auch ein bisschen fester gegangen über Nacht. Der ist also recht stabil, auch nach den Zahlen. Allerdings haben wir auch immer noch einen etwas schwachen US-Dollar. Ja, da gucken wir auch gleich nochmal rein. So, gut. Da schauen wir auch gleich nochmal rein, wie das Ganze da aussieht. Euro, wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja, der könnte nochmal raufgehen, könnte auch nochmal runtergehen. Da können wir auch gleich nochmal reinschauen. Ansonsten haben wir eben noch ein paar US-Dollar-Währungspaare hier auf dem Schirm und werden natürlich auch wieder in die Indizes reinschauen. Ja. Gut, was haben wir noch heute? 14:30 Uhr, Auftragseingang, langlebige Güter. Das ist so das Einzige, was den Markt heute groß bewegen könnte. Alles andere, was hier drauf ist, 15 Uhr, 16 Uhr, naja, vielleicht den kanadischen Dollar. Ja, wenn der Wilkins irgendwas sagt, was unerwartet ist, könnte das den kanadischen Dollar bewegen. Ansonsten ist heute wirklich nur 14:30 Uhr Auftragseingang. Und für die Ölhändler natürlich Rohöllagerbestände. Das, was jetzt heute sich wahrscheinlich auch schon bemerkbar macht, ist, dass wir morgen und übermorgen mal wieder Jackson Hole Symposium haben. Das heißt, großes Treffen in den USA von ja, Notenbankern, von wichtigen Entscheidern der Finanzindustrie. Es ist normalerweise so, dass wir am Tag oder auch an den 2 Tagen vorher und auch am ersten Tag des Symposiums relativ wenig Bewegung haben. Und ich befürchte,
Das wird auch heute wieder so sein. Ja, das war gestern schon so. Wir haben gestern einen müden Seitwärtsmarkt gesehen. Aber ich befürchte, heute und morgen wird das ein bisschen ähnlich laufen. Ich zeige es auch gleich nochmal in der Übersicht in den einzelnen Charts. Also das ist etwas, was man immer mit berücksichtigen sollte, was auch vielleicht in den nächsten Tagen Wichtiges ansteht und dass das eventuell Dinge sind, die dafür sorgen, dass es keine großen Marktbewegungen geben wird, insbesondere auf Seiten der Währungen. Ja. Okay, bevor wir vielleicht gleich mal noch einen Blick werfen auf die Commitments of Traders Daten vom kanadischen Dollar, schauen wir da vorher erstmal in die Charts. Wir beginnen wie immer mit den Indizes. Ja, und so das, was jetzt hier so ein bisschen auffällig ist, es spiegelt sich eigentlich immer wieder das gleiche Bild über die letzten Tage. Wir haben einen extrem starken Nasdaq, ja, den zeige ich hier nochmal kurz, wirklich extrem stark. Eine grüne Kerze jagt die nächste. Wir haben vielleicht zwischendurch mal ganz kurze Korrekturen und dann zieht das ganze Ding sofort wieder an. Da sind wir auch gestern wieder an den All-Time-Highs gewesen, haben sehr, sehr stark geschlossen, haben in der Nachtsession hier schon wieder ein neues All-Time-High gesehen. Also hier jagt wirklich ein Allzeithoch das nächste. Ähnlich stark sieht jetzt im Moment der S&P 500 aus. Ja, das sehen wir hier. Vorgestern und gestern sehr starkes Momentum. Heute verweilen wir momentan noch in der Nachtsession auf hohem Niveau. Jetzt müssen wir aber auch dazu sehen, Asien war insgesamt ein bisschen schwächer. Das heißt, der hält sich noch gut hier, der S&P. Und schon die ganze Zeit eigentlich immer wieder so der schwächste Kandidat ist hier der Dow Jones. Der hat gestern auch so eine große Reversal-Kerze hier gezeigt. Das ist nicht mehr so bullisch. Wenn wir hier heute unter das Tief gehen, dann sieht das alles gar nicht mehr so positiv aus. Dann könnte es auch sein, dass wir nochmal hier den Bereich 27,6 testen. Und das zeigt sich eben auch im DAX. Ja, wir haben uns gestern ja den DAX angeschaut und haben gesagt, okay, das sieht auf den ersten Blick hier alles ganz schön aus und recht stark aus, aber das ist definitiv nicht unser Kaufkandidat aufgrund dieser großen roten Widerstandszone, die sich hier oben findet. Ja, und wir sehen es eben auch heute schon wieder. Es wird seit der Nachtsession hier so ein bisschen abverkauft. Hier kommt ein bisschen eine Schwäche rein. Wir halten uns über 13.000 Punkte, das ist erstmal wichtig. Aber wir sehen eben, dass der Markt nicht so stark ist wie zum Beispiel der Nasdaq oder der S&P 500. Ja, und das ist halt für uns als Händler ist es immer wichtig zu erkennen, was sind denn die relativ starken Märkte, was wollen wir denn eigentlich long sein und wo sollten wir eher vorsichtig sein? Oder auch anders gesagt, in welchen Märkten machen die Breakouts Sinn? Und in welchen Märkten ist es vielleicht sinnvoller, auf ein Retracement zu warten? Ja, und DAX ist halt im Moment ein typischer Retracement-Kandidat. Ja, da macht es also mehr Sinn, im unteren Bereich in den Unterstützungszonen zu kaufen. Ja, die kann ich einmal ganz kurz hier so ein bisschen skizzieren, dass ihr mal seht, was ich meine. Ja, das ist also zum einen hier haben wir ein Kauflevel. Da hatten wir an dieser Stelle hier den Rücksetzer rein. Ja, dann hat sich das weiter bewegt. Wir hatten davor schon hier ein Kauflevel. Ja, und hatten da auch entsprechend hier den Rücksetzer. Dann hatten wir zuletzt, das haben wir uns auch angeschaut, hier dieses Kauflevel um 12,57, 12,8. Auch da haben wir einen Rücksetzer reingesehen. So, ja, haben hier den Rücksetzer gesehen. Und sind dann wieder gestiegen. Und wenn wir uns jetzt das aktuelle Marktverhalten anschauen, dann haben wir im Prinzip hier nochmal so einen Kaufbereich. Ja, und jetzt wäre es also relativ normal, wenn wir hier einen Rücksetzer sehen, der vielleicht auch nochmal bis 12,9 geht und dann irgendwann nach oben über diese Widerstandszone ausbrechen. Ja. Was ganz positiv ist, ist, dass wir zumindest dieses letzte Hoch hier schon mal überwunden haben, weil es hätte sein können, dass hier eine erste Abwärtssequenz beginnt. Ja, so. Ist aber nicht gelaufen, sondern das, was gelaufen ist, ist, dass wir hier
ein Hoch haben, dann ein höheres Tief und hier wieder ein höheres Hoch gemacht. Wermutstropfen ist, ja, okay, wir hatten noch keinen Closing-Kurs auf Tagesbasis, der über diesem Level läuft. Ja, wir sehen, dass es ist nur ein Docht, der gestern hier nach oben durchgegangen ist. Es wäre also für den weiteren Verlauf und auch insbesondere für die nächste Woche wäre es wichtig, dass wir über diesem Level hier schließen. Ja, dass wir also oberhalb von 13.100 Punkten hier mal einen Schlusskurs sehen. Ja, solange wir den nicht sehen, haben wir hier immer noch die Gefahr, dass wir wieder komplett nach unten wegkippen. Sollten wir einen Schlusskurs erstmal hier über 13.1 sehen, dann haben wir ganz gute Karten, dass es in der nächsten Woche dynamisch weitergeht. Und worauf man da achten kann, zeige ich jetzt auch noch mal kurz. Wir haben ja hier noch unser vorgefertigtes DAX-Feld, ja, was wir uns die ganzen letzten 2, 3 Wochen schon immer wieder angeschaut haben hier. Da haben wir hier auch ein bisschen geguckt, dass wir diese Formationen mal sehen auf dem Tageschart, die sich entwickelt haben. Hier oben in Grau ist dieser Widerstandsbereich markiert. So, und das, was jetzt hier wichtig ist, was jetzt interessant ist, ist dieses Bild hier auf dem Weekly. Ja, wir haben auf dem Wochenchart hier im oberen Bereich wieder eine bullische Kreuzung von der Stochastik. Wir sehen, dass der RSI hier weiter nach oben läuft. Das wäre sehr bullisch, wenn dieser RSI hier nach oben ausbricht und wir hier Richtung 70 laufen. Das ist ein sehr, sehr bullisches Setup, sowohl für Einzelaktien als auch für Indizes. Ja, wenn wir hier in diesen 70er-Bereich laufen, na, dann haben wir das häufig so wie hier, ja, dass es dann die nächsten Wochen sich schön weiter nach oben bewegt. Von daher, das wäre bullisch, wenn wir im RSI hier nach oben ausbrechen. Hier haben wir die Kreuzung. Und wir haben einen bullischen Görstrend. Ja, also auch der spricht weiter dafür, dass wir hier steigende Kurse sehen sollten. Und das, was hier jetzt wichtig ist, was wirklich interessant ist und was ganz entscheidend wird wahrscheinlich auch hier für den DAX, ist der Schluss dieser Wochenkerze. Ja, wir stehen hier im Moment bei 13.076 Punkten. Und falls es euch auffällt, diese pinkfarbene Linie hier, die markiert ein ganz wichtiges Level um 12.950 Punkte. Und zwar haben wir hier zum einen diese ganzen Tiefs, ja, die so ziemlich genau an dem Level laufen. Das war also hier recht lange ein Unterstützungslevel, mehrere Monate lang. Und dann hat sich das als Flipzone entwickelt und ist hier in den Widerstandsbereich gegangen. So, und das, was jetzt hier aktuell ist, ist, dass wir im Moment einen Ausbruch hier sehen auf dem Wochenchart. Und der Ausbruch, der liegt oberhalb dieser Kerzenkörper. Und für die Ausbrüche auf dem Wochenchart sind anders als auf dem Tageschart nicht diese Level hier interessant, wo wir die Dochte sehen. Ja, das heißt, ein Wochenausbruch im DAX würde nicht bedeuten, dass wir einen Schlusskurs oberhalb dieses Dochts hier sehen, sondern ein bullischer Schlusskurs auf Woche würde bedeuten, dass wir einen Schlusskurs über dieser pinkfarbenen Linie sehen. Das heißt, im Moment sieht es alles noch sehr, sehr gut aus, was wir hier im DAX sehen. Ja, wenn das so bleibt und wir können den Freitag über 12.950 Punkten schließen, dann haben wir eine gute Chance für die nächsten 1, 2, 3 Wochen hier auch weiter nach oben zu laufen. Ja, wenn wir allerdings unter der 12.59 schließen, dann ist die Rückschlagsgefahr recht hoch. Ja, und dann können wir auch locker bis in diesen Bereich hier wieder zurücklaufen. Das wird also das wichtige Level sein, was wir uns auch definitiv am Freitag früh dann nochmal anschauen werden. Aber nur, dass ihr das schon mal gesehen habt, das sind so die Bereiche, die eben auf dem Wochenchart wichtig sind. Ja. Okay. Was haben wir noch auf der Uhr für heute? Also prinzipiell, wir können einmal kurz reingehen in den Euro-Dollar. Den finden wir hier. Ich glaube, hier müsste dabei sein. Da haben wir ihn. Ja, Euro-Dollar. Euro-Dollar im Tagesschart. Was fällt hier auf?
Naja, wahrscheinlich relativ schnell, wenn man drauf schaut. Ja. Wir sind hier in so einer großen Seitwärtsrange. Die läuft so zwischen 1,1730 und 1,19 ungefähr. Große Seitwärtsrange, da sind wir jetzt inzwischen seit 4 Wochen drin. Ja, das ist hier Ende Juli, hat das Ganze angefangen. Jetzt sind wir Ende August, das sind also schon fast 4 Wochen hier Seitwärtsrange. Und das ist natürlich immer ungünstig. Ja, das ist für uns als trendfolgende Händler, ist es sehr, sehr ungünstig, wenn wir in so wichtigen Währungspaaren seitwärts laufen, weil dann laufen wir halt auch meistens in den Crosses seitwärts. Ne? Und wenn wir hier einfach mal reinschauen, so ein grober Blick, ja, hier Seitwärtsmarkt, hier Seitwärtsmarkt, na, ich kann es ja einfach mal alles kurz skizzieren. Ja, hier Euro New Zealand Dollar seitwärts, Euro Türkisch seitwärts, Euro seitwärts, seitwärts. Ja, das sind hier alles Range-Märkte und das ist einfach total ungünstig. Ja, und wir sehen halt diese Range-Märkte hier in den Euro-Währungspaaren, in den Britisch-Pfund-Währungspaaren. Wir können hier eins weitergehen in die nächste große Aufstellung, können uns das Ganze hier nochmal anschauen. Ja, und haben jetzt hier ganz andere Währungspaare, ne? Britisch Pfund, polnisches Lotti seitwärts, New Zealand Dollar, Swiss Franc seitwärts. Hier unten US Dollar, Swiss Franc seitwärts, US Dollar Cut seitwärts. Ja, es läuft hier ganz, ganz viel über die letzten Tage seitwärts. Ja, unser Britisch Pfund, japanischer Yen, wo wir den Long Trade aufgebaut haben, hier im Breakout, ne? Hier unten genau nochmal gestoppt sind. Und jetzt ging es gestern wieder sehr dynamisch nach oben. Jetzt sieht es hier schon wieder nach dem Ausbruch nach oben aus. Ja, das große Ausbruchslevel liegt jetzt hier ungefähr. Ja. Sieht schon wieder bullisch aus. Könnte man jetzt direkt hier sofort wieder kaufen. Ja, das Problem ist halt einfach, wenn man jetzt erkennt, dass wir wirklich in vielen Währungspaaren über lange Zeit seitwärts laufen, dann ist es jetzt nicht mehr so sinnvoll, an diesen Widerstandsleveln, die hier aus der Vergangenheit kommen, diese neuen Trades aufzubauen. Ich hätte das gerne gesehen, dass wir im dritten Anlauf, den wir ja hier schon genommen hatten, dynamisch nach oben rausgehen. Das ist nicht passiert. Das heißt für mich jetzt immer erstmal so ein bisschen Achtung. Das sieht alles nicht mehr so aus, als wenn wir über die nächste Zeit hier große Trends hätten. Jetzt wollen wir wirklich erstmal sehen, dass wir aus diesen Seitwärts-Ranges irgendwo ein bisschen ausbrechen. Es ist halt auch einfach wichtig, als Händler zu wissen, wann man ein bisschen Gas rausnehmen sollte. Ne? Und das ist im Moment hier eine Phase, wo es Sinn macht, durchaus mal ein bisschen Gas rauszunehmen. Die Trade-Frequenz ein bisschen runterzufahren, die Positionsgrößen ein bisschen runterzufahren und erstmal zu warten, dass wir irgendwie wieder klare Ausbrüche sehen aus diesen Ranges, aus diesen Seitwärtszonen und dann halt in die Trendrichtung, in der die Ausbrüche dann gekommen sind, hoffentlich dann in diese Trendrichtung eben weiter zu akkumulieren. Ja. Und da haben wir hier ein schönes Beispiel heute, wo man dann auch direkt die Ausbrüche zum Beispiel handeln könnte. Ja, das ist hier US-Dollar, Kanadisch-Dollar habe ich hier drauf. Da schauen wir mal kurz auf den Wochenchart, ja, und sehen also auf dem Wochenchart, okay, wir sind hier über die Corona-Krise in eine sehr extreme Spike-Bewegung reingekommen, haben hier innerhalb von 2 Handelswochen gesehen, wie US-Dollar-Cut hier von 1,34 raufgelaufen ist auf 1,47. Ja, und sehen jetzt dann seitdem, ja, seit dieses Hoch hier drin ist, dass wir ja, mehr oder weniger lauter bärische Setups hier kriegen. Ja, ein Dreieck, wo wir nach unten ausgebrochen sind. Dann hier so eine Bear Flag, wo wir nach unten ausgebrochen sind. Dann hier die Trendfortsetzung unter diese Tiefs. Ja, die Trendumkehr im Prinzip, wenn wir uns hier die letzten Aufwärtsswings anschauen. Ja, das ist die letzte Sequenz, die hier gelaufen ist. Da sind wir hier auch unter das Tief gegangen. Und jetzt laufen wir hier halt seit 2 Wochen so ein bisschen seitwärts. Wichtig ist aber zu sehen, dass wir im Trend, ja, auf Wochensicht ganz klar abwärts gerichtet sind, dass wir auch das letzte Tief hier, also das letzte Unterstützungslevel
gebrochen haben, auch darunter geschlossen haben hier auf dem Wochenchart. Wir haben hier einen Close unterhalb dieses Tiefs. Das ist also alles prinzipiell weiter bärisch, was wir hier sehen. Und hier unten haben wir im Prinzip einen Zielbereich. Ja, das ist dieses Support-Level, das liegt so ungefähr bei 1,30. 1,30 wäre hier erstmal so das mittelfristige Kursziel, nämlich einfach dieses letzte Tief nochmal anzulaufen. Ne? Wir sehen, Trendindikator langfristig ist negativ geworden. Die Stochastik läuft hier sehr extrem in den überverkauften Bereich, aber macht hier noch keine Anzeichen, irgendwie groß zu kreuzen, wie hier. Ja, die beiden Linien laufen noch parallel zueinander. RSI fällt, ja. Also alles langfristig nicht besonders positiv. Und jetzt sehen wir, dass wir hier auf dem Tageschart in eine Situation reingelaufen sind, wo wir seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetzt den achten Tag hier klar seitwärts laufen. Sind im Tageschart, was ja dann noch unsere Handelszeitebene ist, auch hier im Trendindikator schon deutlich früher auf die Short-Seite gewechselt. Ja, und sehen, dass wir im Prinzip mit einem Trendindikator, der hier im Negativbereich war, mehrere Möglichkeiten hatten, einfach auch anhand dieser Stochastikkreuzungen hier ganz gute Short-Einstiege zu erwischen. Ja, nämlich immer dann, wenn die Stochastik im oberen Bereich negativ kreuzt, ja, dann gibt es hier ganz gute Short-Einstiege. Wir sehen also, dass wir schon sehr stark überverkauft sind hier, dass wir auch relativ lange schon hier unten laufen. Und es ist immer ganz einfach, je länger wir unten laufen, umso größer wird die Rückschlagsgefahr. Ja. Aber wenn man denn Trades hier noch aufsetzen möchte und gerne noch trendfolgend handeln möchte, dann wäre im Moment dieses kleine Doppeltief, was sich hier auf dem Tageschart gebildet hat, das wäre so ein Einstiegstrigger. Das heißt, wenn wir hier unten rausbrechen, dass man dann auf der kurzfristigen Zeitebene nochmal versucht, eine Short-Position abzugreifen. Das nächste Support-Level hier auf dem Tageschart, das liegt hier in diesem Bereich. Ja, da haben wir also hier nochmal ein paar Ticks Platz nach unten und das nächste Support-Level liegt dann hier unten erst unter 1,30. Und das sind die beiden Zielbereiche, mit denen man dann arbeiten kann, wenn man hier im unteren Bereich noch diese aggressiven Breakouts fährt. Ja, was sicherlich eine einfachere und schönere Variante wäre zu traden, ist, wenn wir jetzt einen Rücksetzer sehen, der vielleicht hier bis in diesen Widerstandsbereich hier läuft. Hier drüben. Ja, so ungefähr bis in diesen Widerstandsbereich. Und dann auf der kleineren Zeitebene hier wieder ein Abwärtstrend etabliert. Ja, das ist dann sicherlich etwas einfacher zu traden. Da hat man dann auch ein bisschen größere Kursziele. Aber falls dieses Retracement nicht kommt und man möchte noch Positionen aufbauen in die Trendrichtung, dann sind das hier die Level, an denen dann zu agieren ist. Ja, ganz ähnlich sieht das Ganze aus im US-Dollar-Schweizer Franken. Da haben wir insgesamt ein ähnliches Bild wie im kanadischen Dollar. Wir hatten also auf Wochensicht hier im März eine sehr starke Dynamik, sind dann wieder runtergekommen und haben hier eben auf Wochensicht auch schon ganz klar diese großen Unterstützungslevel unterschritten. Ja, wenn wir hier uns mal die Woche anschauen und sehen, wie das Ganze sich hier entwickelt hat, dann haben wir hier eine sehr große Seitwärtsrange, die so die in diesem Bereich hier läuft. Ja, das hier ist die große Seitwärtsrange. Und wir sehen, dass wir hier aus der Range ausgebrochen sind, ein Retracement nochmal gemacht haben. Wir sind aus der Range ausgebrochen, haben nochmal ein Retracement gemacht, zurück in diesen unteren Widerstandsbereich hier, in diesen. Von hier bis hier geht der. Das ist dieser untere Widerstandsbereich. Da sind wir ziemlich genau reingelaufen und haben dann hier auch gesehen, dass wir nochmal ein neues Tief gemacht haben. Also auf die Sicht auf Wochenchart. Wir sehen es am Trendindikator ganz klar negativ. Einzige Problem ist, dass dieser Trend eben auch schon wieder sehr weit gelaufen ist, ohne größere Korrektur. Das heißt, die Stochastik ist hier überverkauft.
Das ist ja aber im Prinzip schon seit hier und wir haben trotzdem noch mal deutliche Bewegungen gesehen. Ja, das kann man also hier alles mit berücksichtigen. Prinzipiell sind Rücksetzer an dieses Level hier immer gute Einstiegsgelegenheiten für die Fortsetzung des Trends. Ja, das war hier so, das war hier so. Na, da konnte man zweimal hier ganz gut einsteigen. Aber im Prinzip ist ansonsten die Situation jetzt sehr ähnlich. Wir sind auch hier in eine Seitwärtsrange reingelaufen. Ja, die ist nicht ganz so sauber ausgeprägt wie im US-Dollar, kanadischen Dollar. Aber wir sind in der Abwärtsbewegung. Wir sehen den Vorteil noch auf der Short-Seite. Wir sind hier gerade in einer negativen Kreuzung in der Stochastik. Wir sehen es im Trendindikator, dass der noch negativ ist, aber dass der auch hier schon so ein bisschen an Momentum verliert. Ja, und jetzt kommt es halt darauf an, wie sich die Tageskerze von heute weiterentwickelt. Wir haben hier unten ein wichtiges Level. Wir haben hier unten ein wichtiges Support-Level. Wenn wir hier einen Ausbruch sehen, ich hole es mal gerade in den 4-Stunden-Chart, in 4 Stunden bildet sich hier ein interessantes Dreieck. Ja, wenn wir jetzt hier dynamisch nach oben rausgehen, dann hat sich das Ganze erstmal erledigt. Ne? Dann muss man im Prinzip warten, bis wir oben Widerstandsbereiche anlaufen. Das ist im Idealfall dieser hier. Und dann mit dem Trend wieder abwärts drehen. Dann ist es der etwas bullischere Case. Sehr schwach wäre das ganze Kursverhalten, wenn wir jetzt noch hier direkt nach unten durchlaufen und unter diesen Bereich 90-70 gehen. Wenn wir hier drunter laufen, dann haben wir hier extrem gute Chancen, in diesen Unterstützungsbereich hier um 0,9020 reinzulaufen. Ja. Das wäre hier ein kurzfristiges Setup für US-Dollar-Swiss-Franc. Aber wie gesagt, falls wir hier nach oben rausgehen, dann ist das aggressive Setup erstmal erledigt. Dann muss man warten, bis man oben eine Reaktion in einem Widerstandsbereich findet. Ja. Aber das sind so Möglichkeiten für heute, wo man hier traden kann, obwohl wir eigentlich nicht mit so viel Bewegung rechnen. Und für alle, die gerne Swing Trades aufbauen und noch auf der Suche sind nach langfristigen Setups, da haben wir hier immer noch den Aussie Dollar Japanese Yen, den wir ja jetzt schon relativ lange hier auf der Uhr haben, nämlich schon seit 2,5 Wochen, ja, haben wir hier immer wieder drauf geschaut. Wochenchart. Ja, wir sehen, wie wichtig dieses Widerstandslevel hier ist, um 76,70. Extrem wichtig. Ja. Das war in dem ganzen Bereich hier immer wieder das Entscheidungslevel. Das war hier das Entscheidungslevel. Das war hier und hier und hier auch das Entscheidungslevel. Extrem wichtiger Bereich. Wenn ich es mal ein bisschen vergrößere, ja, dann sehen wir es nochmal etwas besser. Hier, 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 hier. Und das ist ein Wochenchart wohlgemerkt. Ja? Und das hier ist der Grund, warum wir das Ganze seit 2,5 Wochen jetzt in der Beobachtung haben. Ja, noch keine Transaktion gelaufen ist, aber wir haben es in Beobachtung. Und was mir hier jetzt eigentlich besonders gut gefällt, ist, dass ich auf Wochensicht hier gerade noch so eine hohe bullische Flagge entwickelt. Ausbruch nach oben wäre definitiv bullisch zu werten. Wir haben einen Gersh-Trend, der hier ganz klar nach oben läuft und der auch an Momentum hier zulegt, obwohl es auf den ersten Blick in der Chart-Konstellation hier gar nicht so aussieht, als wenn wir hier viel Momentum drin haben. Ja, wir sehen aber hier ganz klar, dass der Trend stabil ist und auch noch etwas stabiler wird. Dementsprechend ist das immer noch ein guter Bereich hier, um als Swing Trade vielleicht mal was aufzubauen. Ja, hier sehen wir es nochmal auf dem Tageschart. Das ist das ursprüngliche Dreieck, was wir hier eingezeichnet hatten. Das ist jetzt nicht mehr so ganz aktuell, weil wir hier schon nach unten ausgebrochen sind. Ja, man müsste das jetzt anpassen und das ist auch immer die Schwierigkeit, wenn man mit Trendlinien arbeitet. Und das ist auch genau das Problem, warum ich hier die letzten Tage immer wieder gesagt habe, ich handle nicht gerne Ausbrüche aus schrägen Linien. Ja, weil wir genau ganz häufig dieses Verhalten sehen. Ja, wir sehen eine Trendlinie, die sich entwickelt. Dann gibt es einen kurzen Ausbruch, dann laufen wir wieder zurück.
Und dann fächert das Ganze eben irgendwann auf. Ja, wenn der nächste Ausbruch kommen würde und wieder zurückläuft, dann geht es vielleicht noch breiter. Und dann hat man nachher hier irgendwann, wenn man die Linien drin hat, so einen richtigen Fächer drin. Und keiner dieser Ausbruchstrades wäre irgendwo groß erfolgreich gewesen. Ja, das heißt, ich habe das Ganze jetzt hier drin im Prinzip, um das Dreieck zu markieren. Und das ist also der Bereich, der für uns jetzt interessant ist. Wir sehen das letzte Hoch, das liegt hier bei, ich hole es mal kurz hier rein, das liegt hier bei 76, 86. Ja, und wenigstens das wäre das Breakout-Level. Jetzt muss ich aber sagen, da das ein Swing-Trade werden soll, wenn man hier einsteigt, ist es nicht schlimm, den Einstieg ein bisschen später zu nehmen. Ja, also in so einer Situation, wo wir an so einem ganz klaren, harten Widerstandslevel dran sind, hier haben wir eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir schauen uns jetzt hier an, dass das Ganze schon wieder abprallt, gehen in die kurzfristige Zeitebene, hier in den Stundenchart und sagen, wir verkaufen aktuell hier an dieser Stelle. Ja, wir gehen diesen Ausbruch hier short mit dem Stop oben drüber und dem Ziel, dass wir einfach nochmal hier unten reinlaufen, dann haben wir auch ein 2:1 Chance-Risiko. Dann ist man aber in der ganz kurzfristigen, im ganz kurzfristigen Setup, was einfach nur auf dieses Widerstandslevel hier oben reagiert. Ja, da kann man im Prinzip auch schon warten hier auf so Umkehrkerzen wie diese erste rote Kerze und kann dann schon einen aggressiven Einstieg nehmen. Das wäre jetzt hier in der Nachtsession. Deswegen kommt das für uns nicht in Frage. Aber als nächstes wäre eben dieses Ausbruchslevel, an dem wir hier jetzt sind, aktuell. Weshalb ich das aber zeige, ist, wenn ich das Ganze nach oben traden möchte, dann würde ich hier tatsächlich darauf warten, dass wir einen Tagesschlusskurs über 76, 86 bekommen. Dass wir also wirklich hier abwarten, wo schließt der Tag und wenn der Tag heute hier so im Bereich 77 oder drüber schließt, dass man dann am nächsten Tag die Long-Position aufbaut, weil dann haben wir den Ausbruch auch tatsächlich nachhaltig und dann sollte der Kurs nicht mehr zurückfallen. Ich rate davon ab, an solchen Leveln sich hier einfach ja, mit einer so, ja, sich einfach mit einer Stop-Order reinzulegen und wenn der Kurs da durchläuft, dann hier zu kaufen. Dafür ist dieses Widerstandslevel einfach viel zu stabil. Ja, da macht es also tatsächlich Sinn, wenn man den Swing-Trade nehmen will, auf den Ausbruch zu warten. Wenn man ganz kurzfristig agiert, dann sind das hier oben eben die Level, an denen man verkauft, ja, an denen geschortet wird für ein Erreichen des nächsten Unterstützungslevels, was wir eben auf der kleinen Zeitebene hier finden. Und das ist so ungefähr 76. Ja, das ist auch hier das Level auf dem 4-Stunden-Chart. Na, also das ist ungefähr das, womit wir hier rechnen könnten, wenn das Ganze oben im Bereich 76, 80 wieder hängen bleibt, dass wir dann eben hier runtergehen bis in den Support-Bereich. Okay. Ja, das wäre im Prinzip das, was ich hier für heute auf der Uhr habe. Ich sehe hier erstmal weiter keine Fragen. Dann bleibt es jetzt eigentlich nur noch an mir, euch einen erfolgreichen Handelstag zu wünschen, profitable Trades und zu sagen, dass ich mich freuen würde, wenn wir uns morgen nochmal sehen. Für die, die jetzt die letzten 2,5 Wochen so ungefähr mit dabei waren und sagen, hey, das ist gar nicht so verkehrt. Ja, jetzt würde ich auch gerne mal schauen, wie man das macht, solche Märkte zu analysieren, die Trading-Märkte zu finden, die interessant sind. Dann haben wir ein ganz interessantes Seminar, was ich zusammen mit dem Mike mache, der ja normalerweise hier die täglichen Handelsideen zeigt. Das läuft im September. Das geht über 2 Tage, Samstag, Sonntag, braucht ihr also im Prinzip keinen Urlaub. Wenn ihr da Interesse habt, schaut doch einfach mal rein. Ihr findet das bei mir auf der Website, ihr findet das beim Mike auf der Website und ihr findet das bei Tickmill. Da werde ich jetzt gleich im Ansatz nochmal, im Anschluss an die Session hier den Link zur Landingpage reinpacken. Falls euch das interessiert, schaut da mal rein. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere da vielleicht noch Interesse hat, sich auch mal ein bisschen weiterzuentwickeln und wirklich von der Pike auf sich mal anzuschauen, wie dieser Trendhandel funktioniert und auch, wie unsere Screening-Prozesse laufen, um gut handelbare Märkte zu finden. Ja. Alles klar, dann vielen Dank euch
Und bis zum nächsten Mal, morgen 8:30 Uhr. Macht's gut und bye bye.